Weihnachtskultur. In dem Fall einen Weihnachtsbaum, ist schon ein bisschen älteres Modell zu zeigen. Hier brauchen wir einen schwarzen Punkt mit Edding markiert und eine Außen- bzw. Innenkontur, die wo geschlossen ist. Wir scannen nicht flächig, sondern wir fahren an der Kontur entlang. Entweder Innen-, Außen- oder Mittelpunktbahn. Und dann kommt es. Ah, genau. So raus, wie wir es gezeichnet haben. Ja? Wir haben jetzt hier zwei Herzchen gezeichnet, werden wir gleich sehen. Und den Punkt. Ja? Das geht relativ einfach. Die Kamera muss wie in der Hardware-Erklärung dran sein. Die ist magnetisch und oben an der Buchse eingesteckt sein. Dann geht ein USB-Verlinkungskabel zum Rechner, muss natürlich eingesteckt sein. Die Kamera muss installiert sein in der Software. Hier gibt es einen Freischaltcode. Wenn die Kamera werkseitig aus mitbestellt wird, ist die Anlage freigeschaltet für diese Kamera. Ja? Hierzu gehe ich mal nicht näher drauf ein, das ist separat dann einfach zu betrachten. Die Kamera hat integriertes Licht, an der USB-Verlängerung hat es ein kleines Drehrad, da kann man dann LED-Licht ein-ausschalten. Die Lichtverhältnisse sind relativ wichtig, sonst können wir nicht richtig kalibrieren. In dem Fall gehen wir mal Richtung Kalibrieren und legen mal los. Wir gehen Extras, Scannen und wir sehen schon, wir haben hier das tatsächliche Ischbild. Und wir haben hier den Kontrast. Wir fahren mit der Kamera mit dem Licht auf unseren Kalibrierpunkt. Deswegen brauchen wir das Schrägfenster oben hinfahren. Und schauen einfach mal, wo der Punkt ist. Ah, hier kommt er. Das hier ist der Punkt. Das hier ist der Punkt. Und jetzt fangen wir mit diesem Fenster hier. Mit diesem roten Rahmen fahren wir so hin, dass wir den Punkt hier haben. In dem roten Fenster zum Beispiel. Wir können ja hier unsere Geschwindigkeiten schnell langsam einstellen. Ich habe schon bereits auf langsam gestellt. Und haben den Punkt hier. Wir sehen jetzt hier, wir sind hier im Kalibrieren drin, nicht bereit, weil hier noch ein Gekriesel drin ist. Das heißt, wir müssen den Schwellwert hier noch etwas verstellen. Jawohl. Und dann sehen wir, kommt hier Bereich zum Kalibrieren. Ja? Um diesen schwarzen gezeichneten Punkt rum muss einfach noch etwas Fläche bleiben. Das heißt, 100 mm ungefähr im Radius außenrum. Ja? Wenn wir drücken jetzt Start Kalibrieren, und die Maschine fährt jetzt einfach um den Punkt rum. Automatisch. Und jetzt ist Kalibrieren bereit. Dann können wir hoch umstellen zum Scannen. Scannen. Zack. Und fahren wir auf unsere Herzchenkontur. Schauen wir mal. Hier kommt sie. Wir scannen hier mal eine Innenkontur. Keine Rolle, links rum und hier gibt es einen Testlauf. Ihr seht schon, hier ist eine kleine rote Linie entlang gegangen an der Innenkontur, sieht ganz gut aus, ja, erfindet die Kontur und dann drückt man einfach Start. Zack. Und er macht jetzt Teilabschnitt für Teilabschnitt, scannt er hier im Kreis rum, so lange bis er wieder am Anfang von der Kontur ist. Dann wird er dann mal fertig. Und immer wieder, weil er immer nur Weg vor Weg geht. Seht mir nach, dass ich kein so schönes Herzchen gezeichnet habe. Bin zwar lieber, aber mal kann ich ja nicht so. Scan beendet, Objekt erzeugen, unter Werkzeug 1. Ich kann mir hier natürlich auch andere Werkzeuge aussuchen, wie ich möchte. Spielt gar keine Rolle, aber wir machen ja später so, so Daten aufbereiten zum Schneiden. Den Vorgang kennt ihr ja aus den Intervideos. Und dann sagen wir, okay, jetzt haben wir die Außenkontur drin. Jetzt
kommt ganz oft die Frage, Udo, ich habe innen drinne doch noch ein Loch, eine Bohrung oder wie auch immer. Ja? Wenn ich die abmal, ja, kann ich die auch innen drinne separat nochmal scannen. Relativ simpel. Ja? Wie wird es denn wohl sein? Wir fahren an die Innenkontur hin. Ich habe jetzt ins Herzchen nochmal ein Herzchen reingemalt. Lege hier wieder meinen Pfeil hin. Sag Test drauf, jawohl, sieht gut aus. Und sag Start. Dieses Herzchen, wo ich jetzt innen reingemalt habe, in das andere Herz, das hat genau die Position nachher und liegt genau an der gleichen Stelle. Ja? Ich kann aber nachher später auch letztendlich, nachher, wenn ich ein Loch drin haben will, wenn ich das Herzchen aufhängen will irgendwo, immerhin noch was dazu zeichnen. Zeige ich euch aber gar nicht gleich. Hier sagt jetzt schon das Scan beendet, sage ich okay. Ich habe noch ein Herzchen zum Scannen außen hin gemacht. Um euch das zu zeigen. Das scannen wir auch noch. Das heißt, wir haben drei Herzen, ein großes. Ein kleines innen drin und eins links daneben. So, machen wir nochmal einen Testlauf, sieht gut aus, Start. Jetzt geben wir den auch noch. Fertig, okay. Ja? So, Scannen schon beendet. Machen wir hier aus. Gehen hier mal ins Vollbild und schauen mal. So sehen die Dinger jetzt aus. Kein Datenaufbereiten, nichts gemacht. Es ist eine Rohdatei, gehe ich jetzt Daten aufbereiten, 3 mm Blech, Datenblank und. Wird natürlich das hier in der Mitte rausfallen. Wir haben das dann hier als Schablone. Das hier kommt dann direkt so raus. Ja? Und letztendlich ist das hier mein gemaltes Bild. Sind die Abstände komplett identisch zueinander, wie ich es jetzt gescannt habe. Genau in der gleichen Größe und ich kann euch sogar genau zeigen, wo ich es auf den Tisch hingelegt habe, wo das platt gelegen ist. Gar kein Problem. Soll ich euch sagen, wie? Ganz einfach. Wir machen hier mal den Maschinenbereich an. Den Maschinenbereich kennt ihr ja aus den vorherigen Videos. Und genau an den Stellen hier, wo die Herzchen jetzt liegen in dem Viereck, ja, ihr wisst ja, grün, Gravierer, rosa, der Laserpointer, rot, der Plasmabrenner von den Linien, das ist meine Auflagefläche vom Tisch. Genau dort liegen die Herzen, genau an dieser Stelle hier vom Tisch habe ich es gescannt. Ja? Ich kann jetzt noch Löcher, Bohrungen, Langlöcher, alles dazu zeichnen, wie ich will. Ich kann die Herzen hier drinnen wieder, wie im Abschnitt Zeichnen beschrieben, wo wir auch ein Video dazu gedreht haben. Größer, kleiner skalieren. Egal wie, könnt ihr euch anpassen, wie ihr möchtet. Wenn ihr es genau gleich haben möchtet, drückt ihr jetzt da aufbereiten, macht dann die Optimierung und drückt schnell Start, wenn ihr das schon das Blatt Papier hier auf dem Blech gelegen gehabt habt. Nicht vergessen, vorm Schneiden, baut eure Kamera weg, sonst ist sie hinterher vielleicht futsch. Ja? Die ist magnetisch, ist ja oben nur eingesteckt in meinem Hardware-Video drin und drückt schnell Start und ihr habt genau das, was ihr gemalt habt. Ist das nicht geil?